So, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Gärtner und wir starten heute mit dem Programm Arme. Speziell Bizeps und Trizeps werden trainiert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Alles klar? Locker nach oben strecken. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Noch einmal einatmen. Ausatmen. Wir springen. Lockern die Arme nochmal richtig durch. Kreisen nach hinten, rückwärts. Die Schultern werden dadurch aufgewärmt, gelockert, entspannt. Noch viermal, noch dreimal, noch zweimal und vorwärts. Lockere Kreise, hopp, mit Schwung. Viermal, dreimal, zweimal. Achtung, koordinative Komponente schadet hier in diesem Bereich gar nicht. Rechten Arm vorwärts kreisen, linken Arm rückwärts kreisen. Hopp und ziehen. Vier und drei und zwei. Wechsel, andere Richtung. Links vorwärts, rechts rückwärts. Auch hier noch. Viermal und dreimal und zweimal. Und gut, wir lockern aus, entspannen. Stabiler Stand. Wir nehmen das Kinn auf die Brust, greifen die Arme und ziehen uns weit nach vorne. Strecken, halten die Spannung und lösen kurz. Die Arme nach außen strecken. Ellenbogen sind leicht angewinkelt. Wir drehen den Körper dabei nach rechts und nach links. Nach rechts, nach links. Noch einmal rechts. Und ein letztes Mal nach links, okay? Oberkörper bleibt gerade, nach unten hängen lassen. Wir schütteln die Arme durch, richtig auslockern. Die Kraft brauchen wir heute noch. Auch der Rumpf und der Körper bis runter zu den Beinen werden gedehnt. Leichter Ausfallschritt, rechtes Bein vorne, locker bewegen. Tief, hoch und noch vier und noch drei und zwei. Langsam lösen, wir wechseln auf die andere Seite. Achte immer darauf, dass wir hinten auf dem Fußballen stehen und das Bein einigermaßen gestreckt ist. Leicht dynamisch und tief und tief und tief. Noch viermal, noch dreimal, zwei und eins. Und langsam zurück zur Mitte. Schließe die Beine, atme zweimal kräftig durch. Nach oben strecken, nach unten ausatmen. Und nochmal mit Schwung nach oben ein, nach unten aus. Okay, wir starten mit der ersten Übung. Bizeps Curls. Schnapp dir die Hanteln oder auch Expander oder Tubes. Okay, bei dir passt alles soweit? Ja, gut. So, erste Runde. Einbeinige Bizeps Curls. Achte darauf auf einen stabilen Stand, ungefähr schulterbreiter Abstand. Versuche, die Beine leicht nach vorne zu beugen. Bleibe in der geraden Position, Blick geradeaus nach vorne. Ellenbogen liegen nah am Körper. Drehe deine Hände in die Waagerechte hoch. Drehe sie wieder zurück. Wechsel die Seite, drehe sie in die Waagerechte hoch und wechsel wieder nach unten. Alles klar? Drei Sätze, fertig und los geht's. Und eins, und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 10, 9, 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2. Eine Runde noch, die letzten 10, 9, 8, 7 und 6 und 5 und 4, noch 3, noch 2 und 1. Kurze Pause, leg die Handeln ab, locke die Arme durch. Zweite Runde, zweiter Satz, 25 Wiederholungen. Achte stets darauf, die Bauchmuskeln in einer leichten Spannung zu halten. Fertig und los geht's. Blick nach vorne richten, aufrechter Stand, ready, okay. Und los und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ellenbogen am Körper lassen. Jawohl, die letzten 5, 4, 3, 2, 1, entspann dich. Okay, leg die Handeln ab, locke dich kurz aus. Versuche beim Ausschütteln ruhig über den Bizeps zu gehen, das heißt die Handflächen zeigen nach unten. Hier dreht die Arme nach hinten, leichte Schwunggymnastik. Nach hinten ziehen, lang lassen, lockern und lockern. Eine letzte Runde, alles klar? Wir machen das Ganze im halben Tempo. Wir versuchen uns wirklich 100% auf die Muskulatur zu konzentrieren. Ja? Drehen dabei den Arm schön in die waagerechte Position und achten stets darauf, dass der Ellenbogen nah am Körper bleibt. Alles klar. Zu den Hanteln. Blick geradeaus nach vorne. Stabiler Stand. Und eins,
Und zwei. Und drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Neun. Zehn. Zehn mehr. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Und sechs. Und fünf. Zieh durch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und ein letztes Mal. Okay. Erste Runde vorbei. Leg die Handeln ab. Halte deine Matte frei. Locke dich zunächst etwas aus. Schüttel durch. Leichte Schwunggymnastik. Zur Seite, nach hinten. Okay. Die nächste Übung ist nicht nur für den Trizeps, sondern die Brustmuskulatur und der ganze Körper als Körperspannungsübung spielen auch mit. Ja, es wird nicht leicht, aber wir schaffen es. So, wir gehen nach unten in Liegestützposition. Die Fingerspitzen zeigen zueinander. Zeigefinger berührt sich und der Daumen berührt sich. Wir bilden ein kleines Dreieck in der Position. Setzen dieses Dreieck nach unten auf den Boden ab. Die Arme sind hier im 90-Grad-Winkel zum Boden. Wir strecken die Beine, spannen uns an. Achtung, fertig. Und es geht los. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Neun. Zehn. Stefan, noch zehn. Wenn es zu anstrengend wird, kannst du auch ruhig bloß halbe Liegestütze machen. Du musst gar nicht ganz nach unten gehen. Wichtig ist, lass den Bauch angespannt. Und bilde hier einen geraden Rücken. Ja? Becken leicht nach hinten kippen lassen. Jawohl. Noch zwei. Und ein letzter. Und entspannen, auslockern. Okay. Arme richtig durchbewegen. Man kann zwischendrin auch eine kleine Massage einbauen. Greife einfach mit einem Zangengriff zum Trizeps. Locke den Trizeps etwas aus. Knete ihn. Wechsel auf die andere Seite. Durchbewegen. Leicht kneten. Lockere Bewegung. Alles klar. Nächste Runde. Fertig. Wir machen nur 15 Wiederholungen. Innenstütz. Nach oben. Körperentspannung. Fertig. Und go. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Jawohl. Sieben. Rücken gerade. Und acht. Und neun. Und zehn. Becken nach hinten. Fünf noch. Kommst du durch. Vier noch, jawohl. Drei noch, zwei noch und ein letzter. Tief und drück dich hoch. Jawohl, entspann dich. Auslockern, durchschütteln. Wir dehnen den Trizeps etwas. Rechten Arm nach oben strecken. Nach hinten hängen lassen. Wir greifen den Ellenbogen, ziehen nach hinten, halten die Spannung. Okay, passt. Wechseln. Andere Seite genauso. Linken Arm nach oben strecken. Ellenbogen greifen, Kopf ist gerade. Ganz kurz nur andehnen. Passt. Auslockern und durchschütteln. So, dritter und letzter Satz. 12 Wiederholungen. Alles klar, auf geht's. In den Stütz nach oben. Fertig und go. Und 12. Und 11. Und 10. Noch 9. Noch 8. Zieh durch. 7. Bauchentspannung. 6. 5. 4. 3, 2 und der letzte, tief und hoch. Alles klar, wir haben es geschafft. Super. Arme ausschütteln, richtig durchlockern. Fertig für den Gegenspieler. Noch einmal der Bizeps, wir stehen auf. Greifen noch einmal zu den Hanteln. So, die zweite Runde ist wieder ein Bizeps-Curl, aber nicht mit einem Drehgriff. Das heißt, wir bleiben in der Position. Die Hände zeigen waagerecht nach vorne und wir arbeiten mit beiden Armen zur gleichen Zeit. Ja? Halte die Ellenbogen leicht vorne, beuge die Beine etwas, nach oben und nach unten. Fertig und eins, zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun, alles klar? Und zehn. Auf geht's. 10, 9, 8, 7, noch 6 und 5
Und vier, kommt sie. Und drei. Und zwei. Und ein letzter. Okay. Entspann dich. Kurz ablegen. Auslockern und durchschütteln. So, auch hier wieder eine leichte Schwunggymnastik. Handflächen zeigen nach unten. Leicht nach hinten. Rausbewegen. Easy. Locker. Und nochmal richtig durchschütteln. Fertig für die zweite Runde. Ja, nur 15 Wiederholungen zu den Hanteln. Blick geradeaus, Spannung im Bauch, Hände waagrecht und wir starten. Und eins, zwei und drei, vier, zieh durch, fünf, sechs, sieben, acht, gleich vorbei, neun, zehn, fünf mehr, fünf, vier, drei, zwei und der letzte. Okay, entspannen, kurz ablegen und wieder ausschütteln. So, dritter und letzter Satz, nur 12 Wiederholungen. Die erste Runde machen wir ganz, ganz langsam in einem halben Tempo und dann arbeiten wir wieder genau mit dieser Geschwindigkeit, die wir eben gemacht haben, weiter. Alles klar? So, zieht nochmal durch, durchatmen, Hanteln greifen, wir starten. So, waagerecht, stabiler Stand. Fertig, langsam. Hoch, langsam tief. Und hoch. Langsam tief. Und hoch. Langsam tief. Zieh. Langsam noch einer. Hoch. Normale Geschwindigkeit. Und noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Okay, geschafft. Auslockern, ausschütteln, entspannen. Okay, die nächste Übung machen wir mit einem Stuhl bzw. mit einer Bank. Schnapp dir einen ganz normalen Küchenstuhl oder eine ganz normale Parkbank oder Liegebank, wie auch immer. Okay. So. Wir sprechen hier von sogenannten Kickbacks, das heißt, versuch die Ellenbogen möglichst weit nach hinten zu heben und gestreckt zu halten. Stütz dich mit einer Hand ab und versuche aus der Position gerade nach hinten zu strecken. Wichtig ist, der Ellenbogen fällt nicht nach unten, sondern bleib hier in der geraden Position, ungefähr waagrechter Oberarm. Strecken und beugen. Strecken und beugen. Okay, wir starten. In die Position, Ellenbogen nach oben. Ellenbogen nach oben, auch hier das Gleiche, einfach draufsteigen, ja, geh ruhig ein bisschen runter mit dem Expander, zieh hier vorne an, genau, da wollen wir rein, drauf, Griff, genau, fertig und eins und zwei und drei, Ellenbogen oben und vier, jawohl, und fünf. Wichtig ist, dass wir hier wirklich immer eine Beugung und eine Streckung sehen, jawohl. Strecken und beugen. Dreh den Arm, die Hand ruhig leicht in die Position. Genau, drück hier, Handgelenk gerade, Handgelenk strecken. Acht, jawohl. Sieben, zieh durch. Und sechs. Und fünf. Und vier. Und drei. Und zwei. Und der letzte. Und okay. Locker dich aus, Handeln absetzen, durchschütteln und wechseln sofort auf die andere Seite, andere Position. Okay, wir greifen wieder zur Hantel. Fertig. Auch hier wechseln, Stütz aufbauen. Jawohl, Spannung halten, Ellenbogen nach oben. Ready. Und wir starten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, sehr schön Stefan, 10, 1, 2, Stefan, ziehst du weiter? 4, Ellenbogen oben, 5, atmen nicht vergessen, jawohl, jawohl, okay, entspannen, auslockern, durchschütteln, fertig zum zweiten Satz, wir machen nur 15 Wiederholungen. Locke dich zunächst etwas aus, durchschütteln,
Variation hier, die Übung kann man auch ohne Erhöhung machen. Das heißt, wir pinnen uns einfach nur nach unten ab und arbeiten in der Richtung. Geht genauso. Alles klar. Fertig. Ellenbogen nach oben. Ausgangslage. Und wir starten. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Jawohl. Und sieben. Handgelenk gerade. Acht. Jawohl. Neun. Zehn. Wir beugen. Fünf noch. Die letzten vier. Die letzten drei. Noch zwei. Und der letzte. Beugen. Jawohl. Und lösen. Okay. Wechsel. Andere Seite genauso. Wieder in den Stütz. Ellenbogen zeigt weit nach hinten. Spannung des Körpers bleibt immer erhalten. Okay. Nach oben. Fertig. Und los. Und eins. Und zwei. Und drei. Variation tief. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Noch fünf. Noch vier. Schön. Noch drei. Ellenbogen oben. Noch zwei. Und der letzte. Und oben halten. Okay, gut. Entspannen, auslockern. Wir wechseln noch einmal. Andere Seite. 12 Wiederholungen. Einmal nochmal richtig durchziehen. Kraft tanken. Fertig, Tom. Fertig, Stefan. Okay. Gerade. Stütz. Ellenbogen nach hinten. Fertig. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Und neun. Und zehn. Noch zwei Stück. Und ein letzter. Und wir haben es geschafft. Okay. Auslockern, durchschütteln. Wechsel auf die andere Seite. Die letzte Runde. Okay. Fertig. Zu den Hanteln. Ellenbogen nach hinten oben. Stützt gerade Rücken. Und es geht los. Und eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, die letzten zwei und der letzte und wir entspannen und legen ab. Okay, auslockern, durchschütteln, knie dich ruhig nach hinten ab, bleib stehen, Arme nach oben strecken, Ellenbogen kurz andehnen. Über den Trizeps ziehen, locker lassen und wechsel andere Seite. Auch hier locker lassen, durchschütteln. Okay, das war's. So, wir bleiben hier in der Position des Stuhls. Wir arbeiten gleich im Sitzen weiter. Noch einmal einen Bizeps-Curl. Sitz dich einfach nach hinten auf den Stuhl, sitz dich auf die Bank, schnapp dir die Hanteln. Lena, magst du mir ein bisschen Platz lassen neben dir? Ja? Gut. Was wir jetzt machen, sind sogenannte sitzende Bizeps-Curls mit Kammgriff. Handflächen zeigen nach oben. Die Hanteln ruhen auf unseren Oberschenkeln. Die Ellenbogen sind nah am Körper. Wir haben einen kurzen Radius und trainieren dadurch nur unseren oberen Bizeps. Wir arbeiten hier kurz und setzen ab. Ja? Schnelle Wiederholungsgeschwindigkeit, aber dementsprechend auch die Wiederholungszahl nach oben gesteigert. Fertig. Und eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 1 Viertel. Komm an. Zieh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Locker. Komm an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten 10. Auf geht's. Komm an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wir entspannen und setzen ab. Okay, lockert euch aus. Und spürst du den Bizeps? Ja. Okay, versuche in der Position oder in der Bewegung nicht mit den Schultern zu viel zu arbeiten. Ja? Wenn es zu schwer ist, ruhig das Bein rausnehmen, nur um ein Bein greifen und einbeinig arbeiten, dann geht es eigentlich mal ein bisschen leichter. Okay, zweiter Satz, 30 Wiederholungen, fertig. 4, 3,
2 und los. Und 1, 2, 3, passt schon. Hopp, zieh, hopp, 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 hopp. Wir haben noch 10, noch 9, noch 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und entspannen und halten. Okay, durchschütteln, auslockern. Letzte Runde, 25 Wiederholungen. Okay, gleich in die Position gehen. Lass deinem Körper Zeit, entspann dich, nimm dir die Pause. Jungs, bereit? Okay, zu den Hanteln, in die Position. Aufrecht sitzen, versucht hier nicht in so eine krumme Position zu gehen. Das heißt, nicht in der Position bleiben, sondern aufrecht, leichtes Hohlkreuz. Fertig und go. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Achtung, langsam die letzten 5. 5 oben halten. Ab. 4 oben halten. Ab. 3 oben halten. Ab. 2 oben halten. Ab. Und der letzte. Und gut, vorbei. Leg die Handeln ab, entspann dich, locker dich aus. So, wir bleiben gleich sitzen. Bleib beim Stuhl, bleib hier auch beim Stuhl. Wir bleiben auf der Bank. Gegenspieler wieder ist der Trizeps. Wir machen ganz normale Stuhldips, Trizeps-Dips. Achte darauf auf Folgendes. Wenn du hier in der Position bist und die Ellenbogen beugst und streckst, dass du nicht mit dem Körper zu weit nach vorne ausweichst, weil dementsprechend ist die Spannung auf dem Schulterbereich relativ groß und langfristig nicht unbedingt förderlich für deine Schulter bzw. für die Gesundheit. Ja? Also nicht hier arbeiten, sondern bleib möglichst nah an der Position, das heißt quasi am Stuhl und versuch mit gestreckten Beinen zu arbeiten und du musst gar nicht so tief nach unten gehen, es reicht, wenn du hier beugst und streckst. Beugst und streckst. Wird es zu schwer, Beine anwinkeln und dann geht es gleich wieder viel besser und viel einfacher. Alles klar, wir packen es an. Oberkörper gerade, bisschen näher ran. Fertig. Eine Runde, 30 Stück und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 geschafft. 10, komm, 9, sehr schön. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tom, komm, 2, 1 und gut. Auslockern, durchschütteln. Wir dehnen uns wieder zwischendrin. Das heißt, rechten Arm nach oben strecken, Ellenbogen greifen, kurz nach hinten ziehen, Spannung im Trizeps. Kurz auslockern, es passt. Wir wechseln auf die andere Seite. Linken Arm nach oben strecken und wieder kurz dehnen. Passt auch hier wieder. Auslockern und durchschütteln. So, zwei Sätze liegen noch vor uns. 25 Stück. Fertig, stütz und es geht los und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Stefan, wie viel? Jawohl. Go. Come on. Go. 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 Ja. Die letzten 5, come on. 4, 3, 2 und 1. Locker dich aus, entspann dich. Super. Letzte Runde, 20 Wiederholungen. Und merkst du es hier? Ich auch. So, kurz dehnen, Stretch, zwischendrin zum Auslockern. Ihr könnt auch zum Entspannen des Trizeps ohne Probleme mit einem Zangengriff den Trizeps nehmen und etwas durchlockern, etwas ausschütteln. Die Muskulatur entspannt sich dabei. Leicht massieren. Und dann geht der dritte und letzte Satz wesentlich besser. 20 Stück, Innenstütz. Nach vorne, fertig und go. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6,
5, go, 4, 3, 2, vorbei, geschafft, auslockern, richtig durchschütteln, auch wieder kurz dehnen, nach oben greifen, ziehen und wechseln. Okay, wir bleiben gleich sitzen, greifen wieder die Hanteln. Die nächste Übung ist speziell für unseren mittleren Bizeps und zwar mit einem Obergriff. Das heißt, wir bleiben in der Position, lassen die Handfläche nach oben zeigen, Ellenbogen bleibt wie bisher am Körper und wir beugen und wir strecken. Ja? Los geht's, dann haben wir es fast geschafft. Einmal noch durchziehen und dann kommt noch der Bauch zum Schluss und dann haben wir es. Also, wir sitzen jetzt ganz nah an der Kante. Ja, lassen die Arme gestreckt nach unten hängen, okay? Beide gleichzeitig und wir ziehen nach oben. Also, Entschuldigung, kurz Moment, Lena braucht noch, ja, ruhig unten durch. Genau. Damit die Spannung erhöht wird, einfach das Tube etwas verkürzen, dann passt's. Tom, du kannst ruhig mit den großen Hanteln in den Stand gehen, ja? Genau, ist besser. Und wir ziehen. Und eins. Und zwei. Und drei. Und 4, 5, 6, 7 und 8, 9 und 10. Jawohl. 10 und 9. Jawohl. Und 8 und 7. Kommt sie durch. Und 6 und 5. Zwischendrin eine Pause machen. Gar kein Problem. Jawohl. Wie sieht's aus? Geh noch 5. Ja. Come on. Noch 4. Schultern unten lassen, 3, Schultern unten, 2 und der letzte und 1 und entspann dich, locker dich aus, okay, gut. So, zweiter Satz, ja, Stefan, versuch in der Stellung gleich zu bleiben und hier zu arbeiten, ohne Rotation. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, noch hier zu rotieren, ja, aber bleib ruhig so in der Stellung, in der Position, waagrechter Griff nach oben und nach unten. So, zweite Runde, zu den Hanteln. Wenn es nicht mehr geht, einfach das Tube fallen lassen und ohne weiterarbeiten, um die Bewegung weiterhin zu gewährleisten und den Reiz eigentlich ja, permanent auf den Muskel wirken zu lassen. Und dann schaffen wir es noch bis zum Schluss. Fertig. Und los geht's. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Komm langsamer. Sechs. Und wir sind bei 7, jawohl. Und 8. Und 9 und 10. 10 mehr, jawohl. Zieh. Noch 7. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Jawohl. Noch 3. Noch 2. Tomkämpfe und der letzte. Und entspannen, auslockern, durchschütteln. Okay. So, der dritte und letzte Satz. Wir machen nur 15 Wiederholungen. Leichte Schwunggymnastik. Lass die Arme nach unten oder die Hände nach unten zeigen und schwing hier leicht nach hinten. Locker die Oberarme aus. Ganz entspannt. Fertig für den letzten Satz. Innen, Sitz, greif die Hanteln wieder. Richte den Blick geradeaus nach vorne. Achte immer darauf, dass die Wirbelsäule auch hier gerade bleibt. Okay? Lena, fertig. Und es geht los. Und eins. Und zwei. Und 3, langsam. Und 4, Ellenbogen am Körper, komm an. 5, und 6, und 7, und 8, kommen Sie durch. 9, 10, 5 mehr. 5, 4, 3, 2, und der letzte. Zieh! Okay, du hast es geschafft. Auslockern, durchschütteln. Okay. Nächste Runde, noch einmal ein kleiner Liegestütz. Gut. Und zwar, wir winkeln die Ellenbogen an und lassen die Ellenbogen ganz nah am Körper. Gehen wiederum in den Stütz. Achte immer darauf, dass die Ellenbogen beim Beugen und Strecken nicht nach außen ausweicht, sondern nach hinten geht und nach vorne gestreckt wird. Okay. 4, 3, fertig. Und 1. Und hoch. 2. Und hoch. 3. Und hoch, 4 und hoch, 5 und hoch, 6 und hoch, 7 und hoch, 8, jawohl, 9 und hoch.
10. Noch 10. 10, Becken nach hinten. 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4. Entspann dich, mach die Pause, locker dich aus. Und wir haben es geschafft und sind fertig. Okay, auslockern, durchschütteln. Spüre den Trizeps. Locker dich aus, entspann dich. 2 Sätze, dann haben wir auch die Übung hinter uns gebracht. Ist gar kein Problem, wenn es wirklich überhaupt nicht mehr funktionieren sollte, nicht weitermachen und ins Hohlkreuz fallen. Denkt an die Bandscheiben, denkt an die Wirbelsäule. Bleibt einfach im Stütz und macht halbe Wiederholungsradien oder vielleicht nur Viertelte. Das heißt, ich kann hier auch oben bleiben und kann genauso kurz arbeiten. Kurz, ja? Und geht dementsprechend auch in eine Spannung rein und versucht trotzdem noch die Wiederholungen zu schaffen. Fertig. 15 Stück. Nach oben. 4, 3, 2 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich bin dabei, 9, ich ziehe, 10, 5 mehr, 5, 4, 3, 2 mehr und der letzte und entspannen, super. Auslockern, durchschütteln. Letzte Runde, die letzten 12. Stefan, alles okay? Ja, Tom? Tom, schenk mir einmal ein Lächeln. So, wir gehen in die letzte Runde, den letzten Satz. Ich weiß, es ist anstrengend, aber aus diesem Grund trainieren wir. Wenn wir schon alles könnten, dann müssten wir hier eigentlich gar nicht stehen. Also, nach oben in den Stütz. 4, 3, 2 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, let's go, 8, 9, noch 2 mehr, 1 und der letzte, 2 und gut, vorbei. Jetzt richtig auslockern, richtig durchschütteln. Tom, greife den Trizeps, massieren durch, entspann ihn, locker hinaus. Okay. Nochmal bewegen. Nochmal hier richtig durchbewegen. Wir kommen zur letzten Übung. Nochmal im Sitzen. Einen einarmigen, konzentrierten Bizeps-Curl. Der Grund ist einfach der, weil ich versuchen kann, einarmig zu arbeiten. Und wenn wirklich die Erschöpfung eingetreten ist, dann gehe ich mit der zweiten Hand mit dazu, unterstützend. Und kann nochmal etwas mithelfen, sodass ich gerade noch die letzten Wiederholungszahlen schaffe. Auf geht's. Wir beginnen rechts, den rechten Arm nach unten hängen lassen. Wir greifen die Hantel, achten auf die gerade Wirbelsäule. Position bleibt, Ellenbogen nah am Oberschenkel anliegen. Ja, 4, 3 und es geht los. Und 1 und 2. Dabei wird die Hantel leicht rotiert. Wir rotieren, jawohl. Und geben Gas, hopp. Und geben Gas. Arm bleibt gestreckt, jawohl, schön. Zieh und zieh und zieh und zieh, jawohl. 5 noch, 4 noch, 3 noch, 2 noch und der letzte. Wir lösen und wechseln sofort auf die andere Seite. Versuche ich den Expander oder das Tube etwas mehr zu spannen. Ja? Das heißt, nach unten nicht zu schwingen lassen, sondern bleib mit dem Arm gestreckt, genau. Und arbeite mit permanentem Zug. Fertig und los. 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, komm, zieh durch, 8, 9, 10, 10 mehr, 10, 9, 8, 7, und 6. Tom, alles klar? 5. Gut. Stefan? Gut. 3. Noch 2 und der letzte. Okay. Wechsel auf die andere Seite. Den Arm kurz ausschütteln. Es geht weiter. 15 Stück. Fertig für die Position. Okay. Nimm dir nur die Zeit.
mehr strecken und eins und zwei und drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf mehr, fünf, vier, drei, zwei und der letzte, eins, entspannen. Okay, Wechsel auf die andere Seite, durchschütteln, Position wieder einnehmen, Arm gestreckt nach unten hängen lassen, Ellenbogen bleibt am Körper, fertig und jetzt geht los und eins, zwei, drei, vier, fünf, sehr schön, sechs. Der Stefan hat hier den Ellenbogen fixiert, unterstützt, ja, und mit der Fixierung lässt sich auch viel einfacher arbeiten, ja. Zieh, zieh, noch drei, hoch, noch zwei, hoch und ein letzter, zieh an und entspann dich. Okay, auslockern, durchschütteln, wir wechseln zur letzten Wiederholung, zum letzten Satz. Noch einmal tief durchatmen, 12 Wiederholungen, Achtung, Kommando, wir arbeiten die ersten 6 im halben Tempo und die zweiten 6 in diesem Tempo wie eben bisher durchgeführt. Fertig und langsam, 1 oben halten, langsam zurück und 2, langsam und 3, langsam und 4, langsam zurück, 5, und 6 und wieder schneller und 6 schneller, 7 und 8 und 9 und 10, noch 2, 11 und der letzte und 12. Okay, auslockern, durchschütteln. Spürst du was? Schön. Wir wechseln auf die andere Seite. Letzte Runde, letzter Satz. 4, 3, 2 und langsam. 1, halten, langsam ab. 2, halten, langsam ab. 3, halten, langsam ab. 4, langsam. Kommen Sie durch. 5, schön. Langsam. Und 6, langsam und wieder schnell. Ab. Und 8. Und 9. Und 10, 2 mehr. Hopp, und ein letzter, zieh an und entspann dich. Super! Auslockern, durchschütteln, leichte Schwunggymnastik, kreise die Arme vorwärts, locker dich richtig durch, gleite nach hinten, auch hier wieder entspannt bleiben, ausschwingen, Arme kurz nach unten hängen lassen, schüttel die Arme richtig aus. Okay, Stefan, bereit für die dritte und letzte Runde? Ja? Wir gehen noch einmal auf den Trizeps und zwar mit der Übung des Trizepsstreckers von hinten nach vorne oben. Ja, kann man mit den Hanteln machen, aber genauso gut mit einem Expander oder Theraband. Im Stand funktioniert es fast ein bisschen besser, wenn wir uns mehr kontrollieren können, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir in der Position den Bauch immer in einer leichten Anspannung halten. Alles klar? Fertig? So. Rechten Arm nach oben, linken Arm als Unterstützung von hinten zum Trizeps greifen und es geht los. Und eins, strecken, zwei, strecken, drei, strecken, vier. Du kannst auch einen leichten Ausfallschritt machen und verhinderst dadurch ein zu starkes Überstrecken in der Wirbelsäule. Ja, zieh, hopp, zieh, hopp, 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 hopp. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und ein letzter. Und okay, entspannen, auslockern, wir wechseln, andere Seite genauso. Nach oben strecken, linken Arm lang lassen. Wahlweise kann man auch wieder mit der rechten Hand über den Ellenbogen greifen, fixieren. Okay, fertig. Und jetzt geht los und 1, strecken, 2, strecken. 3, 4, 5, 6, 7, zieh durch, 8, 9, schön, 10, 10 mehr, 10, strecken, 9,
strecken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letzter und 1. Okay, lass die Hand in der Hand, locker den anderen Arm aus und wechsle sofort auf die andere Seite. Rechten Arm nach oben strecken, lang lassen, Ellenbogen bleibt hier und es geht los. Und 1, und 2, und 3, und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 mehr, noch 5, noch 4, noch 3, 2 und der letzte, und 1, entspannen, locker lassen, durchschütteln. Wir wechseln auf die andere Seite, wir haben es gleich geschafft. In die Streckung, fertig und es geht los. Und 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und zieh durch, 7 und 8, 9, 10, 5 mehr, 5, 4, 3, komm, 2 und ein letzter, hopp, okay, auslockern, durchschütteln, letzte Runde, letzter Satz, 12 Wiederholungen, die schaffen wir. Nimm dir die Zeit zum Entspannen, bereite dich schon mal vor, rechten Arm nach oben strecken, Spannung halten, fixieren, fertig und los. Und 1 und 2 und 3, gib Gas, 4, 5 und 6, nach oben, hier, 7, jawohl, und 8, strecken, 9, strecken, 10, 2 mehr, einer mehr und noch einmal strecken und vorbei. So, rechte Seite geschafft, hier ist nur noch die linke Seite und dann sind wir fast am Ende. Durchatmen, fertig, Ellenbogen nach oben und es geht los. Und 1, 2, Handgelenk gerade, 3, jawohl, 4, komm, 5, nach oben, 6, 7, entspann dich, locker aus, 8, 9, 10, noch 2 und ein letzter und vorbei. Super, auslockern, durchschütteln, räum die Handeln auf, und gönn dir eine kleine Pause. So, wir starten zu guter Letzt mit einer kleinen Baucheinheit. Bauch ist immer bei uns im Programm mit dabei. Die Bauchmuskulatur neigt zur Abschwächung, wenn man sie nicht regelmäßig trainiert. Aus diesem Grund bauen wir sie immer mit ein. Wir gehen nach unten, ganz normal in die Position, legen uns nach hinten ab, winkeln die Beine an, 90 Grad Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, okay? Wir stützen den Kopf nur mit den Händen, das heißt, wir greifen nicht nach hinten oder reißen auch hier den Kopf nicht nach vorne, wir stützen ihn nur. Achtung, Crunches mit Seitposition, linker Ellenbogen geht zum rechten Knie, rechter Ellenbogen geht zum linken Knie. Es geht los und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Achtung, halbes Tempo und 1 und langsam, 2 und langsam, 3, langsam, 4, 5 und 6 und 7 und 8, noch 2, 9 und der letzte und 10, okay, auslockern, kurz durchschütteln, entspannen, okay, noch eine Runde, ja, gleiche Übung, gleiche Position, wir beginnen jetzt langsam und arbeiten zum Schluss schnell, fertig, nach oben und langsam, langsam, noch 8, noch 7,
noch 6, noch 5, noch 4 und 3 und 2 und der letzte 1 und Tempo. 1, komm mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und entspannen. Locker dich aus, winkel die Beine an, leg die Beine kurz nach links, atme tief in den Bauch hinein, wechsel auf die andere Seite. Okay, so, die nächste Übung stellt nochmal eine kleine Herausforderung für die ganze Bauchmuskulatur dar. Winkel die Beine an, streck die Beine leicht nach vorne, beweg die Beine tief und hoch, achte aber stets darauf, dass die Lendenwirbelsäule fest unten am Boden bleibt. Kinn auf die Brust, Arme nach oben strecken. Okay, wir gehen kurz nach hinten, gehen nach oben und greifen in die Höhe. Hoch und ab. 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 Hoch. Versuch die Beine etwas nach vorne zu nehmen. Passt. Lass sie hier. Genau. Auch bei dir leicht nach vorne in die Position. Jawohl. Zieh hoch. 5 noch. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und ein letzter. Hoch entspannen, auslockern und durchschütteln. Okay. Einen letzten Satz mit dieser Übung machen wir noch. Versuch jetzt die Beine nicht statisch zu halten, sondern versuch die Beine angewickelt zu halten, leicht nach vorne zu strecken und den Oberkörper etwas nach oben anzuheben. Okay, bleib in der Stellung, Beine nach vorne strecken, Oberkörper kommt nach oben und es geht los und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7, 8, 9, 10, noch 10, noch 9, noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Okay, entspannen. Arme zur Seite, nach links, tief durchatmen, entspann dich. Wechsel nach rechts, auch hier tief durchatmen. Und wir richten uns zur Seite nach oben auf. Gehen in den Seitstütz, linker Arm stützt, rechten Arm nach oben strecken. Wir versuchen hier die Spannung zu halten und trainieren nur die seitliche Bauchmuskulatur, indem wir ganz kurz beugen und strecken. Fertig und 1 und 2 und 3 und 4. Spann den Rippenbogen an, 5 Spannung, 6 Spannung, 7 8, 9, 10, 5 noch, 5, 4 noch, 3, 2, zieh durch und der letzte. Und gut, wechsel auf die andere Seite, schüttel kurz durch. Eine Runde noch hier und dann haben wir noch zum Schluss ein kleines Special und dann sind wir komplett fertig. In den Stütz. Jungs, alles okay? Passt noch? Nach oben. 4, 3, 15 Stück. Und 1, 2 und 3 und 4. Geh nicht zu tief nach unten, nicht in diese Position. Denk an die Wirbelsäule, okay? Hopp, hopp. Die letzten 5, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und 1. Okay, kurz durchlockern, entspannen, ausschütteln. Letzte Übung, geh mit den Händen nach hinten an dein Gesäß. Lege die Ellenbogen nach hinten unten ab. Stütze dich ganz gemütlich auf den Boden. Strecke die Beine nach vorne aus. Und beweg dich kreisförmig von innen nach außen. 1, Wechsel. 2, Wechsel. 3,
Wechsel. 4. Wechsel. 5. Die letzten 5. Zieh. Die letzten 4. Zieh. Die letzten 3. Ziehen. Noch 2. Und eine letzte Runde nach oben. Und wir sind fertig. Sehr schön. Entspann dich kurz, leg dich nach hinten auf den Boden, winkel die Beine an, mach dich für einen kleinen Moment ganz klein, roll dich ein. Halte kurz. Löse wieder. Streck dich, mach dich ganz lang. Atme tief in den Bauch hinein. Atme langsam aus. Atme noch einmal tief in den Bauch hinein. Und wir bewegen uns wieder zur Seite. Gehen nach oben in den Vierfüßlerstand. Okay, wir nehmen das Kinn auf die Brust, drücken uns nach oben, machen uns ganz lang. Halten hier nur kurz. 4, 3, 2 und lassen los. Nach hinten abknien. Die Arme richtig durchschütteln, richtig auslockern, den rechten Arm nach oben strecken. Wir gehen noch einmal zur Trizepsdehnung zurück, greifen den Ellenbogen, Kopf ist gerade. Wir ziehen den Ellenbogen zur Seite, nach hinten zum Kopf. Komm, zieh die Spannung, halte die Spannung und lass los. Beweg die Arme, schüttel sie aus, wechsel auf die andere Seite, nach oben strecken, einklappen, den Ellenbogen greifen, noch einmal ziehen, Spannung kurz halten. Ich halte noch 4, noch 3, noch 2 und 1. Lass los. Eine kleine Schwunggymnastik für den Trizeps. Noch einmal nach hinten ziehen. Nach hinten. Noch einmal und ein letztes Mal. Langsam nach oben aufstehen. Wirbel für Wirbel. Locke die Beine aus, locke die Arme durch. Atme zweimal kräftig durch den ganzen Körper. Nach oben ein, nach unten aus. Ein letztes Mal. Nach oben ein. So, und das war das Programm. Arme, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.